Ja, wir leben eigentlich von unserer Welt. Der Boden ist die Grundlage von unserem Leben eigentlich. Wir müssen zu dem Sorge tragen. Und wir haben nicht nur für uns, wir haben eine Verantwortung auch für die Zukunft. Ich sehe das am besten bei dem, was wir hier machen. Das Getreide, das ich letzten Herbst angesagt habe, das ich gepflegt habe, das ich mich gekümmert habe, darum, wo ich Angst hatte, dass es im Winter verfriert, wo ich im Frühling nicht gewusst habe, versauft es im Wasser oder vertrocknet es, wenn es heiß ist. Und die ganzen Sorgen sind jetzt mit dem Mähdrescher im Tank, mit dieser alten Kiste hier, die stäubt und klappert und lärmt. Das ist eigentlich die tollste Arbeit, die es überhaupt gibt. Ich bin Bauer, heisst das für mich, dass ich verantwortlich bin für den Boden, für das Land, wo ich darauf arbeite. Indem dass man eben Flächen so anbaut, dass sie für die Biodiversität viel bringen. Wir haben hier zum Beispiel eine Buntbrache, mitten im Getreidefeld. Das ist ein Streifen, wo wir all die Blüher, die wir hier gesehen haben, angesagt haben. Und da kommen nachher Steiglitzen in ganzen Scharen, hunderte, tausende. Der Rest hast du das Reh drinnen gesehen, da hat Jungs da drinnen. Von dem her hat die Brache einen ganz hohen ökologischen Wert. IPSWIS tut ja die fördern, indem dass man eine gewisse Anzahl Biodiversitätspunkte muss machen muss. Ich habe seit 25 Jahren kein Insektizid und kein Fungizid mehr gebraucht. Also da haben wir genauso viele Nützlinge wie Schädlinge eigentlich. Das tut sich parallel entwickeln. Und wenn man etwas kaputt macht, dann kann sich das andere auch nicht mehr entwickeln. Das ist der Marienkäfer, das ist ein Nützling, unser Label. Ein Marienkäfer kann pro Tag 300 bis 400 Blattlis fressen. Es braucht einen gewissen Willen auch und eine gewisse Überzeugtheit, um das zu machen, was wir machen. Das ist nicht immer nur lustig. Oder? Und das Ganze, das Bauer sein und das zu produzieren, das zu machen, was wir machen, das ist ja das Fantastische. Mit der Natur, wir arbeiten mit den Tieren, mit Menschen, mit den Maschinen, mit Pflanzen. Es dann so können zu machen, dass viele Konsumenten finden, jawohl, das ist das, was wir suchen. Ich mache nicht irgendetwas, das man nachher wegschießt und so, sondern ich mache Nahrungsmittel. Oder? Weizen, also Weizen gibt Brot raus. Brot ist das wichtigste Nahrungsmittel, heute immer noch, das wir haben auf dieser Welt. Es ist einfach eine spezielle Richtung, die wir mit dem IPSWIS vertreten, damit das möglichst langfristig ökologisch weitergeht auf dieser Welt. Jetzt immer mehr mit Ender zum Beispiel, wo man die Produkte mit dem Käfer drauf kaufen kann. Ein Label, wo man das, was ich hier wirklich mit Herzblut mache, wo man nachher im Laden auch holen kann.